Herr Yogeshwar, für Sie ist das ja quasi das tägliche Brot, trockene wissenschaftliche Themen spannend aufzubereiten. Welche Rezepte haben Sie da für den Klimawandel? Na, wenn, dann wäre es ein Rezept gegen den Klimawandel. Aber es geht, glaube ich, in einfachen Worten darum, wie unsere Welt miteinander leben, arbeiten und sich umeinander sorgen möchte. Also was wir heute Morgen erfahren haben, ist, dass in der Vergangenheit wir uns zu sehr auf ein Molekül, nämlich CO2, konzentriert haben und zu wenig auf Menschen. Wir haben zu viele Eisbären gezeigt und zu wenig andere Menschen, die es betrifft. Und ich glaube, da ist in den nächsten Jahren die Herausforderung, eine Grammatik zu finden, bei der die Welt, und zwar alle in der Welt, gut mitleben können. Aber jetzt stehen die Journalisten vor dem Problem, die Menschen auch weiterhin dafür zu interessieren, wenn die vielleicht schon ein bisschen mittlerweile fast das Thema satt haben. Was kann man da als Journalist machen, um die Menschen wirklich weiterhin zu interessieren für das Thema? Also ich glaube, dass die alten Ansätze der, ich sag mal, allabendlichen Götterdämmerung mit brennenden Regenwäldern und mit untergehenden Küstenstreifen nicht das richtige Rezept sind. Die Schwierigkeit für Journalisten wird sicherlich einmal darin bestehen, aus den klassischen Kategorien des Journalismus auszubrechen. Also nicht sozusagen die Story nur dann zu machen, wenn sie lokal irgendeinen betrifft, wenn sie großartige Bilder hat, sondern eher zu erkennen, dass es ein tiefes Gefühl bei den Sehern, Hörern gibt. Ein tiefes Gefühl der Verunsicherung. Und das findet man nicht nur in den Entwicklungsländern, das findet man auch in den entwickelten Ländern. Und ich glaube, dieses Gefühl von Verunsicherung zu kompensieren mit einem optimistischen Ansatz, bei dem man sagt, wir wollen diese Welt ein bisschen anders angehen als in der Vergangenheit, kann dann möglicherweise positiv enden. Also neue Rezepte auch im Journalismus sind gefragt. Ja, es geht darum, nicht ständig von Problemen und ständig von Unterlassungssünden zu reden, sondern eher von Chancen, eher von der Tatsache, dass möglicherweise Klimawandel das erste Mal das Miteinander auf diesem Planeten in einer neuen Art und Weise gestalten kann. Und das ist eigentlich etwas, was gut ist für jeden, sowohl hier als auch an anderen Stellen. Herr Yogeshwar, vielen Dank.